Zuckerschnuten, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein Unboxing von meiner Lieblingsfirma Karat.art. Let the pleasure begin. Piece by piece, just you and your masterpiece. Ihr Lieben, das ist das zweite Bild, was ich von meinem lieben Mann zum Geburtstag bekommen habe. Und das ist so süß. Von dieser Künstlerin habe ich bereits ein Bild. Und das hängt seit ich habe im Wohnzimmer an der Wand, weil mein Sohn gesagt hat, das sieht aus wie ich. Aber heute habe ich ein anderes Bild. Das sieht nicht aus wie ich. aber das ist auch ganz süß. Ja, wie ich euch letztes Mal schon gesagt habe, mein Mann hat sich meine Wunschliste fotografiert und hat da Bilder bestellt. Um genau zu sein, 4 Stück. Hier tolle Bilder. Ja, logisch, ist auf meiner Wunschliste gewesen, ja. Muss man jetzt mal so sagen. Wie immer ist der Karton in einer Folie eingepackt. Wie immer habt ihr hinten die Anleitung auf dem Karton. Und wie immer ist ein tolles Bild drin. So. Dann packen wir mal aus. Es ist ein Künstlerbild. Und bei den Künstlerbildern, das Mushroom Girl von Franziska Susilo. Jetzt habe ich völlig den Namen vergessen. Wir haben eine Größe von 50 x 58. So, also wie gesagt, der Karton ist in Folie eingepackt. Ihr habt vorne eigentlich immer den Aufkleber drauf, sodass ihr den Karton so schön stapeln könnt, so wie ich das mache. Ja, ich mach das nicht. Dann ein Plätzchen. War zu langsam. Dann habt ihr das Bild mit den Steinen eingepackt. Wie schon gesagt. Also ein Künstlerbild. Die Steine habt ihr ordentlich verpackt in der Folie. Ihr habt die Steine in Zipbeuteln und die sind sortiert nach laufender Nummer. Also sind am Schluss die AB-Steine. Mittlerweile hat Karat.art nicht nur AB-Steine, sondern auch andere Steine. Einmal habt ihr Washi-Tape drin. Das ist mittlerweile verschieden. Und einmal habt ihr blauen Wachs, dreimal blauer Wachs in einem Herzchendöschen von Karat.art. Das habt ihr immer bei den Künstlerbildern dabei. Und da ich es nicht erwarten kann, machen wir heute erstmal das Bild. Da habt ihr Mushroom Girl von Franziska Susilo. Dann habt ihr die Nummer 50x58. Ihr seht 66 Farben und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 AB-Farben. Wahnsinn. Wahnsinn. Ihr habt immer wieder, das ist schön, da kann ich euch das mal zeigen. Guck mal, wie das sieht. Ja, das seht ihr. Seht ihr, wie straff die Folie hier ist? Aber die Leinwand ist gewellt, ne? Seht ihr das? Genau. Und wenn ihr die Folie abzieht, und nochmal frisch draufzieht, frisch, dann ist das weg. Ach, ist die süß. Das Bild, was ich habe, das war 40x40. Das war nicht so groß. Oh, guck doch mal. Ist das süß. Also wie gesagt, ne, die Steine, es ist für mich eine Überraschung, ob es eckige Steine oder runde Steine sind. Hier haben wir wieder eckige Steine. Ich habe zu meinem Mann gesagt, such das aus. Da weiß er, dass ich lieber rund painte. Ich habe aber gesagt, such bitte das aus, was dir besser gefällt, weil bei Karat.art seht ihr das Bild gepixelt in rund und eckig, wenn es das Bild in beiden Varianten gibt. Und das finde ich so toll. Ihr habt rechts und links eine Legende. Und hier oben habt ihr auch nochmal das schöne Bild. Ich finde das so süß.
Also die Franziska Cecilia macht die Bilder und ich finde das so niedlich. Ich finde das so süß mit dem Pilzhut. Oh, wie süß. Und die blauen Haare finde ich ja auch klasse. So, ich lasse das mal so liegen. Dann hole mal die Steine ab. Ich hole die jetzt nicht alle raus. Ich hole noch ein paar raus. Und ich habe mal hier wieder viel Blau und einige Grüntöne. Ja, voll meins. Voll meins, ne? Wunderschöne Harzsteine. Und die Steine sind echt klasse. Ihr habt hier die laufende Nummer draußen, die Dienstnummer und die Grammzahl. Also haben wir hier 4,7 Gramm drin, sozusagen. Wir haben natürlich auch viel dunkel, seht ihr ja noch und rum, die 939. Da habe ich drei Tüten. Jo. Jeweils mit über 51 Gramm. Gar keine 310. Oder die haben wir auch. Aber das scheint ganz wenig zu sein. Jo. Tada! Das ist toll. Wir haben auch viel so grün, grünlich, gräulich, beige. Solche Farben haben wir viel drin. Wir haben natürlich viel blau. Oh ja, wir haben tolle Farben. Und ganz viel blau. Da habe ich zwei fette Tüten. Zwei fette Tüten. So. Und wenn ihr jetzt von Karat Art gewöhnt ist, habt ihr hier euer Stickerschnitt für euer Journal. Da habt ihr nochmal alles draufstehen. Und hier haben wir unsere 66 Farben in Aufkleber, also als Aufkleber. Ihr wisst ja, ich schneide gerne auch die fortlaufende Nummer ab. Was heißt, das stört mich schon, wenn ich es abschneide, weil mein Mystery Bit pinte ich ja so, ne? Und irgendwie ist dann immer, ich bin es gewöhnt, nach meiner fortlaufenden Nummer zu suchen, ne? Und auf der Legende gucke ich dann. Und ja, aber ich habe mich reingefuchst. So. Dann haben wir bei Karat Art. Wir haben Buchstaben. Wir haben Zahlen und wir haben Zeichen. Ja, das gefällt meiner Tochter hier, seine Hunde, ne? Und was eben bei Karat Art immer toll ist, ist, dass meistens, wenn es eine AB-Farbe gibt, diese Farbe auch als normalen Stein gibt. Bei der 5200 haben wir das nicht. 33, 54, da haben wir es. Hier, seht ihr das? Ja, zwei verschiedene Farben. Zwei verschiedene Steine. 30, 78 nicht. 30, 72 auch nicht. 995 haben wir es auch. 743 haben wir es nicht. 321 haben wir es auch. Genau. Also dreimal ist das wieder. Und ich vermute, bei den anderen werden das wenig Steine sein, weil das meistens so ist. So, ich hole die mal raus. Da, 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 da. Oh, das ist wieder so eine tolle Mischung aus allen Farben. Das finde ich toll. So, wir haben die. Wir gucken jetzt noch, wo die AB-Steine versteckt sind. Kleiner Hinweis, 10% sparen mit Melli 10. Na, nicht vergessen. Die 321. Da haben wir dieses komische Zeichen. Und das versteckt sich hier mit dem Hut. Ne? Die 7, das hier ist die 321. Und dieses Zeichen hier ist die 321 in AB. Also ihr habt die eigentlich so ziemlich parallel laufen. So rundherum. Den AB-Stein. Oh, wunderschön. Das gefällt mir ja wieder. Eine gute Wahl getroffen. Dann haben wir die 720. Das ist ganz wenig, wie gesagt, ne, sind das immer wenige Steine dann, die da so einen Akzent setzen. Die 720 ist ein M. Das muss ja auch hier oben sein. Irgendwo. Hier. In der Spitze. Und hier noch ein bisschen. Also auch ganz dezent gesetzt. Wunderschön. Wunderschön. Die 743 hat das Zeichen.
ein O. Sterne. Wunderschön. Das gefällt mir auch. Alle Sterne. Hier haben wir es auch noch ein bisschen im Kleidchen drin. Ach, schön. Oh ja, das gefällt mir. Und hier auch im Stern. Dann haben wir die 995 in AB. Das ist die Doppelnote. Hatten wir die Farbe? Die hatten wir noch als normale. Ja. Die haben wir hier. Wo sind die? Sind hier am Rand lang. Und der Doppelpunkt hier, das ist die normale 995. Also ihr habt die wieder hier schön parallel laufen. Hier habt ihr die ganze 995 und hier ein paar dezente Teile mit dem AB-Stein. Oh, schön. Ja, auch in den Haaren. Seht ihr die Note? Oh, toll. Dann haben wir die 3072. Hatten wir die? Oh ne, die hat man nicht erst einmal. Das ist das Dollarzeichen. Und das ist bestimmt ein Kleid. Ja. Schön. Hier so, hier am Rand lang. Ja, das Dollarzeichen hier ein bisschen. Da muss man schon genau angucken, weil das Hashtag hier gleich daneben ist. Dass man da nicht sich vertut. Aber ihr seht, der Druck, der ist wieder fantastisch, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Dann haben wir die 3078, dieses helle Gelb. Das liebe ich ja auch. Das habe ich mir schon gedacht, dass das die Wellen sind. Warte. Hier oben. Ach nee, doch, ja. Hier war das O als 700. Oh, was war das? 43 und jetzt haben wir noch die 3078, hier diese Wellen, die Doppelwelle, ne? Hier mit drin, das sind die Klasse. Hier im Pilzhut haben wir es auch noch mit drin, auch die Null, ne? Hier ist die Doppelwelle. Oh, wunderschön, wunderschön. Dann haben wir die 3354. Das Symbol kenne ich gar nicht. Warte, ich such's. Ja. Hier lang. Genau. Da haben wir es. Hier haben wir es auch nochmal. Das ist dieser Halbkreis mit dem Punkt drin. Also ganz dezent gesetzt hier. Oh, toll. Hier auch noch ein paar drin. Seht ihr das? Oh, schön. Und dann haben wir noch die 5200. Dieses reine klare Weiß. Ich finde das so wunderschön, das Weiß. Und das ist die Note. Guck mal hier oben, ob wir die... Ja. Hier im Pilzhut haben wir die auch mit drin. So dezent gesetzt. Hier oben bestimmt auch. Ja, hier so lang. Und dann haben wir bestimmt ein Kleidchen immer mal vertreten hier. Haben wir sie hier überall mit drin. Was ist denn dieses Hashtag? Muss mal gucken. Die 3033. Was ist das für eine Nummer? Das interessiert mich jetzt, weil das hier so ganz viel ist. Die 3033 ist die Nummer. 43. Ein Beige-Ton. Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Und damit die weißen Steine drin. Oh, wisst ihr, wie geil das aussehen? Entschuldigt, wie schön das aussehen wird. Also das ist definitiv ein Beige-Ton. Wahnsinn. Und das sind hier so ganz helle Grüntöne. Oh, wenn ich dran denke, fotografiere ich das Bild noch und setze euch das jetzt irgendwann hier so mit rein. Oh, ist das schön, oder? Ich werde dann noch die Folie abziehen, damit ich das nicht mehr so straff hier ist, sondern, also nicht ganz abziehen, sondern bloß bitte her. Und das nochmal, oder warte mal. Entschuldigt.
Absturz. Das rausgucken. Hier. Das brauche ich gar nicht, die Folie abziehen. Naja, doch, ich mache das immer, glaube ich. Manchmal geht das, aber hier nicht. Das ist zu viel. Das ist aber gar nicht schlimm. Also die Folie ist nicht geknickt oder irgendwas. Die Leinwand ist nicht geknickt oder irgendwas. Ich könnte das doch hingekriegt haben. Warte mal. So, jetzt ist das nicht mehr straff. Seht ihr das? Jetzt ist das einfach schön drüber. Also das Rausstreichen hat geholfen. Juhu. Brauche ich dann nicht mehr abziehen. Wunderschön. Wunderschön. Also ne, wenn da mal die Folie einfach so drüber ist und die Leinwand halt unten drunter etwas gewellt ist, ne, wenn das so gewellt ist und nur die Folie drüber ist, ist das gar nicht schlimm. Da ist kein Knick drin. Das ist einfach nur, die Leinwand ist gewellt und die Folie ist zu straff drüber. Und das kann man, wie gesagt, einfach abziehen oder eben draus streichen. Und dann hat sich das Ganze wieder erledigt. Ne? Also das funktioniert ganz gut und das ist auch beides möglich, wie ihr seht. Auch wenn größere Dellen sozusagen. So, ihr Lieben, jetzt bin ich fertig mit meinem Mushroom-Girl. Aber ihr wisst ja, ich hatte euch ja gesagt, dass der Karat Art hat immer so einen süßen Text stehen. Und den möchte ich euch noch vorlesen, der passend zu dem Bild ist. Total toll. Mushroom Girl. Also ich lese es jetzt vor, das steht bei Karat Art auf der Seite. Ne? Tauche ein in die Magie dieser Szene und entdecke das niedliche kleine Pilzenmädchen in einer magischen Nacht. Ihr leuchtender Fliegenpilzhut und die ebenfalls leuchtenden Sterne in ihren Haaren sind wunderschöne Eyecatcher. Siehst du, wie sie mit geschlossenen Augen und einem Lächeln im Gesicht vor sich hinträumt? Ja, das lacht sie. Genau, und deswegen sind diese funkelnden AB-Steine in den Sternen drin und im Pilzhut, damit das schön funkelt. Ich freue mich. Hat mir mal toll ausgesucht, war. Jo. Also, wenn ihr das Bild genauso feiert wie ich, schaut mal vorbei bei Karat Art. Spart 10% mit Melli 10. Und ja, bin verliebt in mein Mushroom Girl. Das hat mir schon so lange gefallen. Jo. Ganz, ganz toll. Das Bild gibt es auch schon lange, finde ich. Ja, deswegen musste ich es jetzt haben. Nicht, dass es irgendwann nicht mehr da ist. Und 66 Farben für das Bild ist auch eine ganz schöne Stange Farben, ne? So, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Morgen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Painten und euren anderen Hobbys. Und würde mich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Wenn ihr ein Abo da lasst, könnt gerne kommentieren. Ich freue mich über jedes Kommentar. Da versuche ich auch immer zeitnah zu reagieren. Und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, bei Mellis Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut. Tschüss.